Ja, herzlich willkommen. Es ist Freitag, der 11.11.2016, hier in der Eissporthalle. Großes Hessen-Derby, Kassel Huskies gegen die Löwen Frankfurt. Was will man mehr erwarten? Tabellenzweiter gegen Tabellendritter. Und wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß bei den Highlights. Am Freitagabend kam es in der Kassel Eissporthalle zum zweiten Aufeinandertreffen der laufenden Saison zwischen den Kassel Huskies und den Löwen Frankfurt. Im ewig jungen Hessen-Derby mussten die Südhessen kurzfristig auf ihre etatmäßige Nummer 1 Brett Jäger verzichten, der sich beim Warm-up verletzt hatte. Ihn ersetzte Ex-Husky-Goalie Florian Broske. Doch von der Hiobsbotschaft ließen sich die Löwen nicht verunsichern und legten los wie die Feuerwehr. Brad Breitkreuz sorgte bereits nach 82 Sekunden für das 1:0, als er im Powerplay unhaltbar für Markus Keller einnetzte. Und beinahe wäre die kalte Dusche für die Huskies noch kälter ausgefallen. Doch ein zweiter Treffer der Löwen fand aufgrund hohem Stocks keine Anerkennung. Mit dem Verarbeiten des frühen Rückstands hatten die Nordhessen nur in den ersten Minuten Probleme und fanden dann immer besser in die Partie. Chancen durch Pim in der 6. Minute und Downing 3 Minuten später blieben jedoch von den Nordhessen ungenutzt. Angetrieben von 5.126 Zuschauern in der stimmungsvollen Eishalle entwickelte sich eine sehenswerte Partie zwischen beiden Mannschaften. Die Torleute Keller und Broske blieben jedoch wenig gefordert. Einzig und allein Richard Müller im 2-auf-1-Konter in der 17. Minute und Manuel Klinge eine Minute später aus dem Slot forderten die Goalies heraus. So blieb es bis zum Ende des ersten Abschnitts beim knappen Spielstand von 0:1. Zu Beginn des zweiten Drittels rückten dann die Torhüter zusehends in den Vordergrund. Zunächst scheiterte Kapitän Manuel Klinge trotz famosen Einsatz an Florian Broske, ehe Löwe Patrick Jarrett auf der Gegenseite in der 24. Minute nur den Pfosten traf. Postwendend durften dann endlich auch alle Husky-Fans an diesem Abend in der Eishalle das erste Mal die Schals kreisen lassen. Michi Christ hatte sich am linken Bullykreis den Puck geschnappt und direkt abgezogen. Durch Broskes Hosenträger schlug die Hartgummischeibe in der 24. Minute zum 1:1 Ausgleich im Tor ein. Und nur 3 Minuten später kreisten die Schals erneut in der Eishalle. Jack Downing war in seiner Lieblingsposition im Powerplay am linken Bullykreis freigespielt worden und hämmerte die Scheibe vorbei an Broske in die Maschen. Runner, 2:1, das Spiel war gedreht. Doch die Löwen blieben gefährlich. Zunächst traf Brett Breitkreuz mit einem Handgelenkschuss in der 30. Minute nur das Lattenkreuz. Und nur einige Minuten später scheiterte dessen Bruder Clark, frei vor Markus Keller stehend, an seinen eigenen Nerven. Das Spiel blieb also auch zu Beginn des Schlussdrittels offen. Die beste Möglichkeit, die Nerven der nordhessischen Eishockeyfans zu beruhigen, hatte zunächst Thomas Merl, der nach feinem Zuspiel von Manuel Klinge jedoch nur den Außenpfosten traf. Spätestens gegen Mitte des Drittels erlangten dann die Löwen ein optisches Übergewicht und drängten wütend in Richtung Markus Keller. Der behielt jedoch die Übersicht und rettete unter anderem in der 55. Minute sehenswert gegen Löwe Kes Pieper. Die letzte Minute glich dann einer Abwehrschlacht. Löwenangriff um Löwenangriff rollte auf das Tor der Kassel Huskies. Doch diese verteidigten ihr Gehäuse wacker. Am Ende verließen über 5.000 freudenstrahlende Fans die Eissporthalle und feierten ihre Huskies für den dritten Hessen-Derby-Erfolg in der laufenden Saison. Ja, das waren die Highlights vom heutigen Derby und jetzt begrüße ich ganz recht herzlich Michi Christ, unser Torschütze zum 1:1 hier bei uns bei Husky TV. Michi, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg, der dritte diese Saison gegen Bad Nauheim und beim Sommergame. So eine kleine Einschätzung von dir zum heutigen Derby-Sieg. Ich denke, es war auf jeden Fall ein knappes Spiel.
Frankfurt ist gut rausgekommen aus der Kabine, haben uns kalt erwischt. Wir haben zwei schnelle Strafzeiten genommen, sind dann 1-0 ja, nach hinten geraten. War schwierig dann am Anfang sich zu motivieren und sagen, komm Jungs, auf geht's. Aber ich glaube, es ist uns dann auch ganz gut gelungen. Wir sind immer besser ins Spiel gekommen im ersten Drittel dann. Aber ja, man muss sagen, diese Spiele, es geht viel über Kampf. Und ich denke, wir haben heute mal wieder gezeigt, dass wir einen guten Charakter in der Mannschaft haben und ja, zusammenhalten. Und so konnten wir das Spiel noch drehen. Ja, und wie bist du mit deiner eigenen Leistung heute vom Spiel zufrieden? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Wenn die Mannschaft gewinnt, bin ich glücklich. Natürlich ist mir heute ein Tor gelungen, wichtiges Tor zum 1:1. Natürlich fühlt man sich gut, aber ich denke, die Mannschaft steht im Vordergrund. So sollte jeder denken und ich glaube, genau deswegen haben wir Erfolg hier. Ja, Michi, und noch einen kleinen Ausblick auf das Spiel jetzt am Sonntag in Rosenheim. Was können wir da erwarten von euch? Ja, also klares Ziel von uns der Mannschaft sind 3 Punkte. Also ich denke, wir sind auf Platz 2, das sollte schon machbar sein. Wir fahren auf jeden Fall nach Rosenheim, wollen 3 Punkte mitnehmen, ja, und wieder mal ein 6-Punkte-Wochenende perfekt machen. Alles klar, vielen Dank, Michi Gist. Ja, weiter geht's mit unseren Huskies am Sonntag in Rosenheim. Dieses Spiel können Sie live bei Spray TV verfolgen. Unser nächstes Heimspiel ist am 20. November gegen die Dresdner Eislöwen um 17 Uhr. Für Sie vor Ort aus der Eissporthalle hier in Kassel, Sven Breiter, Huskies TV.